Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Heute möchten wir euch ein Buch vorstellen. Kulinarisch sind wir da im Bereich Rohkost. Wir steigen jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen auf Rohkost um, aber es ist ein sehr interessanter Bereich. Hier, wo ich stehe, seht ihr das Low-Budget-Hochbeet, also eins von mehreren. Und hier waren wir 8 Blumenkohlpflanzen, unter anderem dieses Exemplar hier, in 2 Quadranten angebaut. Das Rezept, was wir gleich ausprobieren, beinhaltet hauptsächlich Blumenkohl. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Los geht's! Das Buch Was dein Herz begehrt ist von Ute Ludwig und Achim Sauerberg. Die beiden haben übrigens auch die School of Raw gegründet, sind absolute Experten in Sachen Rohkost. Selbst wenn man sagt, ich will jetzt gar nicht umsteigen oder so, aber ich hätte gerne mal ein bisschen Bereicherung, Inspiration und Erweiterung, dann ist das eine wahre Empfehlung. Es ist praktisch aufgebaut, es ist sehr einfach, die Bilder sind total appetitlich, ich finde es richtig gut. Und ein Rezept davon, das dürfen wir euch auch veröffentlichen, also wenn ihr bei uns auf dem Blog schaut, findet ihr da das komplette Rezept zu und auch die weiteren Informationen. Und zwar ist das Pfannengemüse mit Couscous. Wir brauchen eine halbe Gemüsezwiebel. Die wird natürlich geschält. Dann brauchen wir noch eine Paprika. Das ist ja so eine Wissenschaft für sich, ne? Wie man die Paprika von den Kernen entfernt. Ich glaube, das macht jeder anders. Außerdem brauchen wir noch 150 Gramm Champignons. Ich denke, man kann auch die weißen nehmen. Bei uns gibt es irgendwie immer nur die braunen. Und die werden in ganz feine Streifen geschnitten. Naja gut, ganz fein. Manche Leute können das bestimmt noch feiner. In die Schüssel damit und dann werden auch die Paprika reingesliced. Und ebenfalls gehobelt wird die Gemüsezwiebel, möglichst fein. Dann kommt der Agavendicksaft hinzu, ein Esslöffel und auch ein Esslöffel Sojasauce. Genauso wie 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl. Das Ganze wird gut vermengt, mit der Hand noch so ein bisschen geknetet, damit das gut einzieht. Und das Gemüse darf jetzt 2 bis 4 Stunden marinieren. Und für den Couscous einfach den Blumenkohl fein reiben und mit den restlichen Zutaten mischen. Durch den Kurkuma wird es gleich gelb und der halbe Esslöffel Mandelmus darf auch nicht fehlen. Dazu kommt noch ein bisschen Salz. Das Ganze wird gut vermengt. Wir haben noch ein bisschen Petersilie dazu getan. Sieht fast aus wie Rührei, oder? Wir fanden es wirklich sehr, sehr lecker. Also die beiden von Nordisch Roh sind absolute Experten, wirklich echt weiter zu empfehlen. Den Link zum Buch findet ihr direkt bei uns in der Infobox oder bei uns auf dem Blog. Das Buch enthält über 150 Rezepte, alle roh und vegan. Das Thema Rohkost fand ich schon immer spannend und ich dachte, man braucht immer alle möglichen komischen Gerätschaften dafür. Und dieses Buch hier von der Ute hat so viele verschiedene Rezepte, auch viele verschiedene Bereiche, auch Süßes, Herzhaftes, tolle Sachen dabei, die sehr einfach und sehr schnell gehen, was ich richtig klasse finde. Wir werden das ein oder andere sicherlich noch ausprobieren und ab und an mal im Alltag einfließen lassen, vor allen Dingen, wenn man so viel frisches Gemüse aus dem Garten hat. Das, was ihr gerade gesehen habt, war wirklich sehr lecker. Durch diese Ziehzeit ist das Gemüse ja sehr, sehr aromatisch geworden vom Geschmack. Und der Blumenkohl hat gar nicht mehr so nach dem typischen Blumenkohl geschmeckt. Und wir fanden es klasse, mal eine ganz andere Art Blumenkohl zu genießen. Selbst der Gärtner, der sehr kritisch gegenüber der Rohkost eingestellt ist, hat hinterher gesagt, ach, das ist lecker, das können wir öfters essen. Warum auch nicht? Den Blog von der Ute, den könnt ihr finden, wenn ihr bei uns den Blogartikel hinterher noch einfach mal mit anschaut. Sehr spannend. Das Rezept, was ich euch jetzt hier vorgekocht habe, da frage ich mal nach, vielleicht kann ich euch das auch verlinken. Wir haben euch noch was verlinkt, natürlich andere Rezepte. Einmal hier oben unser Rezept zu den Gnocchi, das ist zwar keine Rohkost mehr, unsere Kürbis-Gnocchi, aber auch sehr lecker. Ebenso wie das Pesto, was wir gemacht haben, das ist auch rein pflanzlich. Und den Blogartikel, von dem ich eben gesprochen habe, den haben wir hier verlinkt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf Rohkost habt oder vielleicht noch andere Tipps oder andere Seiten, Internetseiten zum Thema Rohkost, die ihr empfehlenswert findet, dann schreibt ihr doch gerne unten in die Kommentare. Das fänden wir super. Also frohes Kochen, frohes Schlemmen oder frohes Zubereiten und bis demnächst. Tschüss!